Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Heute habe ich eine sehr, sehr ausgefallene Flasche hier. Und zwar ein Loch Indal von Bruichladdich. Ich habe die Dinger ab und zu mal gesehen von unabhängigen Abfüllern oder eben Private Bottlings, so wie das hier eins ist. Aber ich konnte damit nie was anfangen und so wirklich eine Erklärung habe ich dazu auch nie gesehen. Und vom Bruichladdich gab es meines Wissens nie die großen Standardabfüllungen von diesen Loch Nadal, Loch Indal, genau, hier steht Loch Nadal. Und ja, so habe ich diese Flaschen nie großartig beachtet. Dann hat mir der Mike geschrieben. Er hat bei einer Flaschenteilung bei mir mitgemacht und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und er fragte mich, ob ich diesen Loch Indal mal probieren möchte. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, Samples, ich habe so viel und das habe ich wirklich, das ist gar nicht böse gemeint, ich komme da echt nicht hinterher. Wenn mir jeder von euch Samples anbietet, ich könnte die gar nicht alle trinken. Und geschweige denn Videos davon machen. Ich komme ja nur, wenn es hochkommt, alle 2 Wochen zum Drehen. Manchmal habe ich Glück, dann schaffe ich es einmal in der Woche. Ja. Und da habe ich ihm gesagt, ich so, du kannst mir gerne ein Sample schicken, aber ich weiß nicht, wann ich dazu komme. Und dann hat er mir ein paar Fotos geschickt und hat mir eben gesagt, das ist ein Private Bottling. Das Fass hatte er mit ein paar Freunden vor einigen Jahren gekauft. Und ich habe dann gesagt, gut, ich mache ja gerne Flaschenteilungen, dann probiere ich mal, so eine Flasche über meinen Kanal zu verteilen. Achtung, es ist alles verteilt. Ich habe die Flasche erst bei ihm sozusagen bestellt, als die Teilung durch war. Und ja. Dann bin ich jetzt natürlich auch scharf drauf, weil ich sagte ihm auch, ich habe gerne Originalflaschen hier, die kann ich zeigen, das mag ich, irgendwie gehört das bei mir dazu bei meinen Videos. Hier seht ihr wieder 100%ig Wasser mit Zuckercouleur. Es ist Wahnsinn, welche Farben man damit alle machen kann. Ich glaube, ich habe ihn etwas zu hell getroffen, aber generell bin ich ganz zufrieden damit. Die Flaschenteilung ist wie gesagt durch, ich habe die Samples schon verschickt. Viele müssten schon angekommen sein. Gut, das noch dazu. Ja, was ist denn jetzt das Tolle an so einem Loch Nadal, Loch Indal von Bruichladdich? Ist ja nicht so, als ob die irgendwie Mangel hätten. Die haben Port Charlotte, die haben Octomore, dann ihre nicht rauchigen Abfüllungen. Also warum das? Also das frage ich mich wirklich noch. Vielleicht weiß ich ja nach dem Tasting mehr und sage ja auf jeden Fall das. Schau, warten wir es mal ab. Auf dem Papier hat dieser Malt 50 ppm, als er gebrannt wurde, sozusagen. Die Port Charlotte haben, ich versuch's mal rauszufinden, 40, 35 oder irgendwie sowas. Ist jetzt für mich so eine Sache, frage ich mich wirklich, macht das jetzt den Kohl fett? Also Eiler Südküste, ich meine, Artbeck hat doch 50, ne? Also müsste circa so stark rauchig sein. Obwohl mir bei Port Charlotte niemals der Rauch gefehlt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei manchen Brennereien habe ich das schon. Ich bin jetzt zwar woanders, aber zum Beispiel beim Talisker hätte ich gerne etwas rauchiger, muss ich zugeben. Bei Bruichladdich, beim Port Charlotte, hatte ich das Problem noch nicht. Gut. Was mich jetzt noch so ein bisschen wundert, ist, dass Bruichladdich jetzt davon keine Standardabfüllung gemacht hat. Ich habe klar im Internet auch ein bisschen gesucht. Ich fand ein paar Abfüllungen von unabhängiger Seite. Ich glaube vom, ich weiß gar nicht, wie dieses Hotel heißt, Essener Hof oder so. Dann von Flickenschild, dem Händler, der hatte auch mal sowas. War alles schon ausverkauft, waren irgendwelche alten, toten Links, die ich da gefunden habe. Und von 2015
hier vom Whisky Festival auf Isla, dieses Files Isle, eine Sonderabfüllung. Da, das war die bauchige Flasche von Brunelli und auch ein Leuchtturm drauf. Ähnlich gehalten wie hier, aber meine ich, war doch ein anderes Bild. Und ja, das war die einzigste Originalabfüllung, die ich von Brunelli gesehen habe. Sonst so standardmäßig überhaupt nicht. Warum haben sie die damals mit 50 ppm gebrannt? Und war das so wenig? Warum machen sie damit nichts? Ich meine, die sind sich ja sonst nicht für irgendeine Kleinstauflage zu schade. Okay, ja, was mache ich jetzt? Ich habe hier ganz viel zu lesen, weil ich habe Mike auch gesagt, Mensch, du musst mir ein paar Fragen beantworten. Ich kam dann gar nicht zum Fragen stellen, weil meine große Blind-Tasting-Aktion apfelmäßig gerade lief. Und dann hatte er einfach von sich aus mal geschrieben. Ich habe gefragt, ob ich das sozusagen, ob ich irgendwas in Anführungszeichen schwärzen soll, auslassen soll. Ich sagte, nö, alles, was ich geschrieben habe, kannst du verwenden. Und er hat das Ganze auch genannt, wie kommt man zu einem eigenen Whisky-Fass? Ja, er hat das geschrieben, dass die im Sommer 2001, betrifft jetzt nicht diese Abfüllung hier, dass sie über den heutigen Händler Skoma schon mal bei Brunelli ein Port Hogshead gekauft haben. Er mit Arbeitskollegen und dessen Cousin und seinem Schwager. Jetzt will ich eben noch kurz erzählen, also diese Flasche ist 2007 abgefüllt, ne? Also das war dann nochmal 6 Jahre vorher. Und genau, ich darf hier alles sagen, deshalb mache ich das mal. 2001 hat so ein Hogshead 240 Liter 1200 britische Pfund gekostet, waren damals ca. 3900 D-Mark. Nur mal so, ne, für alle, die sich dafür interessieren. Genau. Also ich lese jetzt nicht alles vor, das sprengt selbst meinen großen Rahmen. Es war super spannend zu lesen und vielleicht, Mike, wenn du willst, pack es doch unten drunter in die Kommentare oder mach mal eine Version und ich füge die in meine Infobox unten drunter. Dann kann, wer will, ich weiß nicht, wie weit die geht, ansonsten müssen wir sie in 3 Kommentaren aufspalten, kann jeder das nochmal lesen, darfst du gerne die Version so machen, wie du möchtest. So, auf jeden Fall waren sie dann 2007 auf die Idee gekommen, ihr Fass mal zu besuchen. Und sind sie nach Isla eben geflogen. Und dort sind sie, ich weiß nicht, ob sie darauf angesprochen wurden oder im Shop haben sie das irgendwo gesehen, dass dort Werbung, genau, sahen wir die Werbung vom Loch Indal New Fillings. Ein Angebot, ein eigenes Whiskyfass, in diesem Fall ein Fresh Bourbon Barrel 200 Liter für 1850 britische Pfund, 2670 Euro zu erwerben. Er schildert das hier alles ganz schön. Auf jeden Fall haben sie das dann auch gemacht und Ende Oktober, die sind dann erst noch nach Hause geflogen und dann haben sie zugesagt und haben das Fass gekauft. Deshalb 2007, November, wurde er hier gebrannt und abgefüllt. Ja, so, jetzt müssen wir mal hier irgendwie ein bisschen Action machen, ne? Ich weiß gar nicht, ob ihr es seht oder ob es genau im Schatten hier hintersteht. Ich habe hier noch ein Glas. Das ist überhaupt gar kein Geheimnis. Ich wollte hier nur nicht am Anfang ablenken. Da habe ich ein Octomore von mir eingeschenkt. Hatte ich letztens schon mal beim Banner Heaven Video, beim stark rauchigen. Und jetzt, wo ich Brunelli hier habe, dachte ich, Octomore passt perfekt. Port Charlotte, klar, hätte ich auch hinstellen können. Aber ich habe mich für den entschieden, weil der rein Ex-Bourbon ist. Port Charlotte hätte ich jetzt immer nur irgendwie mit dem Sherry-Einfluss. So, ich weiß gar nicht, was ich erwarten soll. Ein Port Charlotte mit mehr ppm oder ist das falsch? Ein Brunelli. Ich hatte schon so viele davon, habe ich ja auch oft erzählt. Ich hatte ihn auch schon komischerweise oft im Blind Tastings, die ihr mir geschickt habt. Ja klar, die ihr mir geschickt habt. Alleine mache ich mir sowas nicht.
Und deshalb bin ich mit Bruch Lady doch recht gut vertraut. Er ist sehr, sehr süß. Ich merke nicht den Rauch. Was ich direkt auf den Alkoholgehalt von 63,3 Volumenprozent schiebe, dass der sich ein bisschen versteckt. Vanille und süß. Süß. First Fill Ex-Bourbon, ne? Die Bruch Lady Note, die berühmt-berüchtigte. Fällt hier aber, finde ich, nicht so stark aus, weil diese Süße mit diesem leichten Rauch und starke Süße trägt das Ganze ungemein. Alkohol sticht jetzt nicht, finde ich. Ist da ganz klar, um Gottes Willen. Tja, ich werde wohl so einen Schluck nehmen müssen. Müssen in Anführungszeichen. Jetzt habe ich aber den Rauch. Jetzt habe ich wirklich Rauch. Vanille, Karamell. Waschlappen. Aber diese Mischung zwischen diesem Rauch und der Süße ist schön. Sehr, sehr voluminös. Anders kann man es kaum beschreiben. Ich packe mal ein bisschen Wasser rein. Ich fand ihn auch so ein bisschen hibbelig im Mund. Ich bin mal gleich auf den Octomore gespannt. Ich hatte ihn ja letztens und ich meine, da war sofort der Rauch, stand so da. Mir geht es jetzt ja beim Octomore einfach nur, damit ich irgendwie so eine Richtlinie habe. Mir geht es ja gar nicht darum, jetzt irgendwie einen als besser oder schlechter zu bewerten. Das mache ich nicht. Ich meine, der Mike hat dieses Fass gekauft, gehegt und gepflegt, hat da jahrelang drüber geschlafen und geträumt. Und ich denke, wenn man so ein Fass selber hat, dann ist das sowieso außerhalb jeder normalen Bewertung. Und da komme ich bestimmt nicht daher und mache sein Whisky schlecht und ich sehe dazu auch noch gerade überhaupt gar keinen Grund. Ja, also nicht, dass sich das gerade so anhört. Oh ja, jetzt macht er auf. Kommt der Bruch Lady Charakter, finde ich, noch mehr durch. Rauch etwas stärker, aber puh. Ich meine sogar, dass er leicht maritim jetzt wird. Mike hat mir übrigens Fotos geschickt, ne? Vielleicht habe ich die schon beim Videoschnitt selbst angefangen einzublenden, weil ich gemerkt habe, Mensch, ich spreche das Thema gar nicht an. Und stelle ich mir schon sehr emotional vor, wenn man da hinfährt und sein Fass besucht und eine Probe ziehen kann. Haben sie mit ihrem Portwein Hogshead auch gemacht. Und finde ich schon toll. Hat er auch gesagt, um mir heute in dieser Welt mit so viel anderen verrückten Whisky-Liebhabern, das heißt, sich absetzen zu können, aber sagt, das ist so nach dem Motto, ist so eine Art i-Tüpfelchen, ne? Das hat eben doch nicht jeder. Ich habe auch kein Fass. Nur um das mal klarzustellen. Aber ich habe Anteile an Fässern. Wer bei Facebook in der großen Whisky-Gruppe ist, hat bestimmt schon häufiger mal diese Angebote, und da meine ich jetzt gar nicht werbemäßig, sondern diese, ja, einfach das Angebot an sowas teilzunehmen gesehen. Und ich habe es bei zwei Fässern gemacht.
Es wird noch einige Jahre dauern, bis ich dann da meine 4-5 Flaschen kriege. Wenn ich dann noch soweit fit bin und hier Videos filmen kann, dann werde ich sie euch vorstellen. Aber ja, warum habe ich das gemacht? Einfach nur, ich meine, mit so einem Anteilsschein fand ich das jetzt gar nicht so teuer. Ne? Ich meine, wir kaufen sehr, sehr teure Flaschen Whiskys, wir Nerds. Und dann kann man auch so einen Preis mal eben für so einen Anteilsschein ausgeben. Ich meine, es gibt genug Flaschen, auch wenn ich Genießer bin. Ich sammle ja auch ein bisschen. Ich komme auch nicht dazu, jede sofort zu trinken. Manche stellt man sich auch einfach weg. Die stehen dann auch jahrelang irgendwo in der Ecke. Kann ich mir auch so einen Anteilsschein abheften. So habe ich das gesehen. Es entstehen dann nochmal Kosten beim Abfüllen und beim Verzollen und Importieren. Und er sagte auch, ist gut, wenn man da Hilfe hat. Er hatte da Hilfe. Und ja, jede Menge Arbeit. Und wenn man sich da nicht auskennt, und er sagte, die schottische Mentalität ist eben auch nicht die schnellste, kostet wohl einiges an Nerven. Also wer sowas vorhat, sollte, glaube ich, ruhigeren Gemütes sein und nicht so nervös, hektisch, ungeduldig, das Wort suche ich. Ja, aber was macht mein Loch Inder hier? Er ist so ganz leicht zum Ende, also diese süße, und dann ist er so leicht bitter. So typisch, so amerikanische Eiche, ohne so einen richtigen Wumms, ne? Schön harmonisch. Schon wesentlich besser zu trinken. Nach diesem nervösen Malt eben auf der Zunge ist er jetzt schon fast cremig. Übertrieben gesagt. Vom restlichen Charakter bis auf den Rauch erinnert es mich schon fast an so manche Ex-Bourbon-Abfüllung, die ich von Lafroy getrunken habe. Nur die Bruchletti-Note ist da natürlich auch drin. Aber die 50 ppm. Ich glaube, du könntest mir auch ein Port Charlotte, also wenn mir jetzt einer sagen würde, nee, das war kein Loch Inder, wir haben dir da doch ein Port Charlotte Ex-Bourbon-Fass reingetan, wäre ich jetzt nicht sehr überrascht oder würd mich nicht schockieren. So, jetzt habe ich den Octomore. Wartet mal kurz. Oh, voilà. Das ist Edition 06.1. 5 Jahre, also wesentlich jünger, 167 ppm, nur mal um die Fakten zu klären. Ja, ich glaube, zum Fass gibt es hier keine Infos. So wie es aussieht, ist es aber Ex-Bourbon, aber ohne Gewehr. So, ich spüle jetzt erstmal gar nicht, ich will erstmal eine Nase nehmen. Farbe kann ich euch einblenden, ich habe ein Foto eben gemacht. Der Octomore ist minimal dunkler. Ja. Aber nun gut. Ich finde auch beim Octomore ist der Rauch verschlossen. Er kommt aber dann doch wegen der immensen Stärke so ein bisschen geballter, so konzentratmäßig rüber. Wobei ich, wie gesagt, diesen starken Octomore-Rauch, ich habe es letztens beim Banner Heaven-Video auch erzählt, ich hatte schon 2 Octomores im Blind-Tasting. Ich glaube, einen habe ich so, also ich glaube, das war die zweite Option für einen Bruichladdy gehalten. Klar, dann natürlich Port Charlotte, den Rauch hatte ich schon wahrgenommen, aber ich nehme den dann nie so intensiv wahr, dass man sofort sagt, oh, das kann nur ein Octomore sein, das habe ich nicht. Vom restlichen Charakter finde ich es ja recht ähnlich. Also hier ist die bei dem Private Bottling, soll mal umdrehen, so kenne ich die. Ich hatte auch schon mal eins.
von jemandem bekommen, der ein Cars bei Brolady gekauft hatte. Da war nur dieser Aufkleber drauf. Finde ich, ist diese süße Vanille-Karamell-Note viel extremer. Extremer im positiven Sinne. Der Octomore hat 57%. So. Hier ist das alles ein bisschen dumpfer. Da war mal wieder die Speicherkarte voll. Ich hatte eben noch ein bisschen weiter geredet, nachdem ich den Octomore im Mund hatte. Also ich finde, er hat einen etwas würzigeren Abgang, obwohl er ja nur 5 Jahre alt ist. Vielleicht haben sie doch nicht nur Ex-Bourbon drin, sondern auch ein bisschen europäisches Holz oder was Frisches. Aber sind alles nur Vermutungen. Ich habe bei dem letzten Banner Heaven Video wieder Lust auf den bekommen, weil ich hatte ihn schon so lange nicht mehr getrunken. Ich finde, die beiden ähneln sich schon. Also man sieht eine Verwandtschaft. Der Octomore ist aber einfach zu extrem von diesem Rauch her. Ne? Das ist schon enorm. Auch wenn ich das jetzt eben ja sagte, im Blind Tasting kriege ich das nicht so mit, aber er entwickelt dadurch einfach eine monotone Seite auf diesen Octomore-Rauch, der bei mir immer irgendwie so eine extrem starke Muffigkeit geht. Muss man in dem Moment dann auch Lust drauf haben. So, jetzt spüle ich nochmal eben. Ich hoffe, dass jetzt auch ein paar Leute zuschauen, die bei mir die Samples vom Banner Heaven und hier vom Loch Indal von mir bekommen haben, bei mir mitgemacht haben bei der Flaschenteilung. Ich habe bei dem Loch Indal Sample extra die Whisky Base Nummer draufgeschrieben. Mache ich sonst nie, weil man ja sonst ist ja eigentlich sofort klar, um welche Abfüllung es sich handelt. Und hier gab es keine Fassnummer etc. pp. Auf jeden Fall auf dem Etikett nicht. Auf den Fotos muss ich mal gucken, die ich eingeblendet habe. Auf jeden Fall, wer Lust hat, schreibt doch bei der Whisky Base eure Eindrücke. Könnt ihr natürlich auch unter meinem Video schreiben. Auch bitte. Aber schreibt sie doch auch in eine Whisky Base. Kopiert sie doch auch da rein. Ich glaube, da freut der Mike sich, ne? Wenn da jetzt einfach noch weitere Meinungen zu dem Malt kommen. Wie gesagt, ich habe jetzt keinen Vergleich zum Port Charlotte, vielleicht hat das ja einer von euch gemacht. Aber, ja, wie soll ich sagen, das mit dem Octomore hat mir jetzt in dem Sinne gereicht. Ob ich das andere überhaupt festgestellt hätte, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nur eine 50% Abfüllung aus der Standard Ranch hier gehabt hätte, die wiederum auch europäisches Holz viel drin hätte, ich weiß es nicht. Also wenn dann Zitrusaromen, sonst früchtemäßig habe ich da eigentlich nicht viel. Er ist jetzt immer noch stärker, obwohl ich ein paar Tropfen Wasser dran getan habe als der Octomore. Er kribbelt einmal durch. Also es ist ein extremer Malt, muss man so sagen. Aber gut, wer jetzt so eine Einzel-Cask, Single-Cask-Abfüllung hat, in Fassstärke, ich glaube, der weiß, auf was er sich da einlässt. Für mich persönlich ein bisschen zu einfach aufgebaut. So als Bewertung jetzt so. Aber ja, da brauchst du auch nicht drauf hören, ne? Was wollte ich denn noch sagen? Mike hatte mir doch hier noch irgendetwas geschrieben. Letzten Endes aber würde ich so etwas immer wieder machen. Genau, diesen Punkt wollte ich nochmal aufgreifen. Wobei er ja vorhin, was ich erzählt hatte, ja so ein bisschen auch gewarnt hat, dass es langwierig ist, dass es Nerven kostet
und dergleichen. Aber am Ende wird er es immer wieder machen. Und ich kann das durchaus nachvollziehen, wenn man dann da seine eigenen Flaschen aus dem eigenen Fass hat, was man schon mal besucht hat. Ist alles nur emotionale Geschichte, ne? Da ist nichts Greifbares dabei, ne? Totaler Quatsch für uns Nerds. Aber ich denke, Mike versteht, wie ich das meine. Ja, hat mir riesigen Spaß gemacht. Wie gesagt, wer die Samples auch hatte, schreibt mir unten drunter. Von mir aus auch gerne. Ich hatte das ja mit dem Banner Heaven zusammengeteilt. Davon gibt es zwar ein Einzelvideo, aber eure Eindrücke würden mich da auch interessieren. Okay, in dem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.